Ich habe schon ganz am Anfang erklärt, dass es einen Impfplan, einen österreichischen Impfplan gibt, wo für jedes Alter routinemäßig Impfungen empfohlen werden. Diese Impfprogramme gelten aber für den durchschnittsgesunden Bürger von Kind bis ältere Person. Wenn man eine Erkrankung hat, eine Grunderkrankung hat und auch durch Medikationen das Immunsystem beeinträchtigt ist, dann gilt unter Umständen dieses routinemäßige Vorgehen nicht mehr. Dann kann zwar dieser österreichische Impfplan eine Hilfe sein, aber man muss sehr individuell eingehen auf die Erkrankung, den Status der Erkrankung, die Anzahl der Chemotherapien, in welchem Zustand, ob das sozusagen ein primärer Tumor ist, ob Metastasen vorliegen. Also auf all diese verschiedenen Situationen muss eingegangen werden, um zu wissen, welche Impfungen sind besonders wichtig, zu welchem Zeitpunkt sind sie besonders wichtig und wann dürfen Impfungen nicht gegeben werden. Hier spricht man von einem personalisierten Vorgehen des Impfens. Ähnlich wie für die gesamte Onkologie ja sehr spezifisch für den Patienten ein Therapieschema entwickelt wird, so muss auch das Impfschema für den Patienten in Abhängigkeit von seinem Zustand adaptiert werden. Das personalisierte Impfen, die Beratung, die Impfberatung erhält man beim Impfspezialisten, der sich vor allem mit diesen Patientenkollektiven auseinandersetzt und das hauptberuflich macht. Das ist idealerweise, sind das Ärzte, die mit dem Impfwesen sich tagtäglich beschäftigen, aber eben auch sich spezialisiert haben auf Risikopersonen. Die nehmen sich Zeit dann dafür, das gehört zum Gesamtgespräch dazu, dass man zuerst einen Impfplan gemeinsam erstellt und dieser Impfplan dann verfolgt wird. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Dinge, dieses Zusammenstellen eines Impfkonzeptes, das in einem ersten Impfgespräch und Orientierungsgespräch mit dem Arzt aufgestellt wird. Eigentlich bei den wenigsten Impfungen und nicht bei den meisten Impfungen können sinnvolle Titeranalysen durchgeführt werden. Das betrifft vor allem Tetanus, das betrifft Hepatitis A, das betrifft Hepatitis B, das betrifft zum Beispiel Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, seltener FSME. Hier ist es sinnvoll bei Patienten, die eine Immunschwäche haben, eine Chemotherapie haben, dass nach der Impfung und zwar frühestens einen Monat nach der Impfung im Blut nachgeschaut wird, ob genügend Antikörper gebildet worden sind. Das ist dann hinweisend dafür, ob man mit einer ausreichenden Immunantwort rechnen kann oder ob möglicherweise noch nachgeimpft wird. Also in diesem Fall ist es sinnvoll und anzuraten. Auch können Titerkontrollen gemacht werden, wenn der Impfpass zum Beispiel verloren gegangen ist und man sagt, gut, wir machen auf jeden Fall einmal eine Impfung gegen diese oder diese Erkrankung und können dann mit einer Blutkontrolle das überprüfen. Es gibt aber leider viele Impfungen, wo wir keine Titerkontrolle machen können, weil es keine kommerziellen Kits gibt und keine gut standardisierten Testsysteme gibt. Da gehören die Pneumokokken dazu, da gehört Meningokokken dazu, Haemophilus influenzae, alles Impfungen, die eigentlich auch bei Krebspatienten sehr notwendig sind. Hier ist es umso wichtiger, dass man das Impfschema einhält und den richtigen Zeitpunkt der Impfung wählt, wo man sagt, aufgrund des Immunstatus kann man mit einem guten Angehen der Impfung rechnen oder nicht. Also nicht immer ist diese Möglichkeit der Titerkontrolle gegeben.